Dornbirn empfängt Bozen und bei diesem Duell hat ja bisher immer das Auswärtsteam in dieser Saison gewonnen. Die Vorzeichen für die Südtiroler stehen also gut. Noch dazu haben die Gastgeber ja die letzten 4 Heimspiele verloren. Bis zum ersten Treffer dauert es auch ein bisschen. Nach 25 Minuten dann McBride mit dem guten Pass auf Cody Sylvester. Und dann steht 1:0 für Dornbirn. Herrlich gespielt, Sylvester enteilt der Abwehr und dann die Führung. Ja, und die Hausherren, die sind dann auf den Geschmack gekommen. Wenig später Maciaczynski mit der Möglichkeit und dann im Nachsetzen das 2:0. Und nur 3 Minuten später geht das Tore-Schießen munter weiter und das sogar in Unterzahl. Dustin Sylvester scheitert beim ersten Mal und dann wieder im Nachsetzen. 3:0 Dornbirn in diesem zweiten Abschnitt wie entfesselt. Ja, und im letzten Abschnitt dann verwalten die Hausherren den Vorsprung geschickt. Der Anschlusstreffer kurz vor Ende kommt zu spät. Die Bozener an diesem Abend zu harmlos und so bleibt es beim überraschenden Heimsieg von Dornbirn. Ja, ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel heute. Wir haben sehr schlecht im ersten Ritt lang gefangen, haben aber trotzdem ein paar Chancen gehabt, die wir nicht genutzt haben. Wir hätten gekannt in Führung gehen, das wäre sehr wichtig gewesen, glaube ich, für uns. Aber dann haben wir zu viele Fehler gemacht im zweiten Drittel und sind bestraft worden dafür. Und dann im dritten Drittel sind wir nicht mehr in Stand gewesen, das zu trennen. Abhaken und weiterschauen. Wir müssen sicher vieles besser machen und aus diesen Fehlern lernen. I thought it was just a great team effort. I mean, from the goalie out, the D-zone, neutral zone, forwards played well. I thought that was just a great team effort by us.